Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur siebten Lesung des Buches, das wir eigentlich noch gar nicht angefangen haben. Ja, alle für eine für alle Himmelskönigin oder Königin des Himmels. Aus dem Englischen Queen of Rome, Queen of Islam, Queen of All von Maximilian übersetzt. Das ist das Buch, das wir uns vorgenommen haben, aber wie das öfters passiert bei mir, bevor eine Buchlesung stattfindet, ordentliche Recherche und ordentliche Aufklärung der Leute, dass es sehr viel interessanter wird, dieses Buch zu lesen. Heute sind wir in der siebten Lesung und diese siebte Lesung wird die letzte sein, bevor wir in das Buch reingehen. Das heißt, nächstes Mal werden wir mit Kapitel 1 anfangen. Ja, das ist ein mutiges Versprechen, wenn man meine Videos kennt, aber wir haben knapp 9 Seiten zu lesen heute und ich denke, ich werde es schaffen, dass wir diese 9 Seiten heute durchkriegen. Und wer ist da natürlich bei, um mir zu helfen? Der Bruder Max aus Deutschland, der das Buch dann auch übersetzt hat und den ich jetzt ganz herzlich begrüße. Hallo Max. Hallo Jörg, ja, ich freue mich, dabei sein zu können. Und ja, wie du schon gesagt hast, wir arbeiten ja ein bisschen vor, nehmen dem Buch ein bisschen was vorweg an Informationen, an Grundlagen. Und wir befassen uns da ja gerade noch mit dem Artikel von godquestions.org und haben ja da auch letztes Mal schon festgestellt, was da alles so an Falschlehre überall gelehrt wird, wo wir uns da vorher noch mit dem Heiligen Lexikon der römisch-katholischen Kirche selbst befasst haben, wo wir also auch aufgezeigt haben, dass vieles, was da so gelehrt wird, außerhalb der Bibel steht und demnach nicht auf die Bibel zurückzuführen ist. Und ja, ich freue mich auf die Lesung heute und bin gespannt, was uns heute noch so erwartet auf den letzten Seiten von godquestions.org, den Artikel, den wir da noch lesen werden. Ja, bitteschön. Sind die Maria-Erscheinungen von Gott, war ja die Frage, die hier gestellt wurde. Ne? Genau. Und das klären wir jetzt und lass nebenbei wieder diesen kleinen Film laufen. Bevor möchte ich euch aber noch mal kurz das Cover zeigen, das wunderschöne deutsche Cover, das Maximilian für dieses Buch erstellt hat. Aber das kennt ihr ja aus dem Introfilm, den ihr gerade gesehen habt, den wir übrigens heute, am 10. Oktober, habe ich den von Brett erst bekommen. Also ich habe das Intro erst heute gesehen, aber es ist natürlich ab dem ersten Video dabei. Ich mache die Videos erst hinterher jetzt, ne? Aber tolles Intro, tolles Outro und mal eben, kann ich ja jetzt erst sagen, ich habe es ja vorher noch nicht gekannt und Max auch nicht. Ganz, ganz herzlichen Dank an Bruder Brett, um das für uns zu machen. Dem habe ich einfach nur gesagt, welchen Stil Musik, das ich gerne hätte und welche Bilder. Er kennt das Buch ja auch nicht, habe ich ihm ein bisschen erzählt, worüber es geht. Und dann habe ich ihm den Text gegeben, den deutschen, und das hat er da einfließen lassen. Und er hat ein wunderbares Intro und Outro gemacht. Und dafür halt heute an dieser Stelle hier von mir meinen Dank. Und Max dankt ihm ganz genauso, nicht wahr, Max? Genau, wollte ich auch gerade sagen, vielen Dank an Bruder Brett aus den USA, der sich da wirklich ins Zeug legt. Also wer schon mal selbst irgendwie elektronisch irgendwie oder auch anderweitig Musik erstellt hat und zusätzlich das noch in einem Video aufbearbeitet und entsprechend Videos oder kleine Bildausschnitte zusätzlich noch hinzufügt, der weiß, was das für eine Arbeit ist. Und ich bin da sehr dankbar, dass wir da solche Hilfe haben. Das sieht wirklich sehr toll aus. Und ja, das bestärkt einen dann doch auch nochmal immer wieder mehr in so eine Lesung dann sowas dann auch in Angriff zu nehmen. Ja, also vielen Dank auch von mir aus an Bruder Brett. Und gerade rechtzeitig, bevor wir dann nächstes Mal mit dem Buch anfangen, ist das Intro-Outro jetzt fertig geworden. So, ohne weitere Verzögerung fangen wir jetzt an, in dem Artikel zu lesen. Sind die Maria-Erscheinungen von Gott auf Seite 9? In den oben aufgeführten Abschnitten, das ist also von der Sendung davor, dann müsst ihr euch das nochmal anschauen, um da reinzukommen, die die Botschaft betrifft, von der Schwester Lucia fühlte, dass die Erscheinung von ihr will, dass sie der Welt mitteilt, finden wir so viele Dinge, die nicht nur in der Bibel sind, sondern sogar im Gegenteil zur Bibel stehen. Erstens. Maria wird als heiligste Mutter betrachtet und es wird gesagt, dass sie ein unbeflecktes Herz hat. Mit diesem wird nicht gemeint, dass ihr die Gerechtigkeit und Heiligkeit gegeben wird, die die Heiligen durch die Gerechtigkeit Jesu zugeteilt bekommen. Ja, wir wissen, dass wir durch den Glauben an Jesus Christus die Gerechtigkeit Jesu von ihm zugeteilt bekommen, sondern es wird gemeint, dass sie von der Sünde in jeglicher Form gerettet wurde, da sie in der Leibesfrucht ihrer Mutter ohne den Fleck der römisch-katholischen Lehre der Erbsünde empfangen wurde. Wobei wir wissen, dass es keine Erbsünde gibt,
alle Menschen sind geboren in Übertretungen und Sünden und das hat nichts mit Erbsünde zu tun, weil der Vater vererbt seine Sünden nicht auf seinen Sohn. Ja? Das ist total falsch. Es ist die ganze Menschheit, die damals im Garten Eden von der Gnade Gottes gefallen ist und darum ist jeder einzelne Mensch seither geboren in Übertretungen und Sünde. Ein einziger war die Ausnahme, der zweite Adam, Jesus Christus. Nirgends in der Bibel wird aufgeführt, dass Maria ohne Sünde war. Vielmehr betrachtet sie Gott als ihren Erlöser, wie wir in Lukas 1,47 nachlesen können. Das hatten wir ja bereits gelesen, auch in dem Maria-Lexikon vorher, wo drin steht. Und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter. Das würde bedeuten, dass man sie mit dem Rest der Menschheit einordnen kann. Aber die katholische Kirche hält daran fest, dass Maria vor der Sünde gerettet wurde durch die Werke Christi, indem er ohne Sünde empfangen wurde und dann ein sündenfreies Leben führte. Dies wird abermals nicht in der Heiligen Schrift gelehrt. Die Bibel lehrt vielmehr, dass es nur eine Ausnahme gibt zu der Wahrheit, dass wir alle Sünder sind. Das wird gesagt in Römer Kapitel 3, Vers 10 und 23 und so weiter und so weiter. Wir lesen diese beiden Verse, wo geschrieben steht, wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Diese einzige Ausnahme ist Jesus Christus. Und das bestätigt die Bibel im zweiten Brief der Korinther, Kapitel 5, Vers 21, wo steht, Zitat, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. 1. Petrus 2,22 steht geschrieben, er hat keine Sünde getan, es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Und im 1. Johannes Kapitel 3, Vers 5 steht, und ihr wisst, dass er erschienen ist, um unsere Sünden hinwegzunehmen, und in ihm ist keine Sünde. In ihm ist keine Sünde. Da steht nicht, in Maria ist keine Sünde. In ihm ist keine Sünde. Zweitens, Schwester Lucia spricht von der Verehrung des unbefleckten Herzens der Maria und des Rosenkranzgebets als die, Zitat, die letzten beiden Hilfsmittel für die Welt. Ende Zitat. Sie sagt weiterhin, dass es kein Problem gibt, das nicht durch das Aufsagen des Rosenkranzes gelöst werden kann. Es ist die Lehre von Fatima, dass durch solches zur Erlösung vieler Seelen geführt wird. Abermals wird so eine Lehre nirgends in der Heiligen Schrift gefunden. Das Hauptgebet des Rosenkranzes ist »Geheiligt seist du, Maria«, welches 50-mal wiederholt wird. Die erste Hälfte ist ein Zitat aus der Bibel, als der Engel Maria begrüßt. Ja, das kennen wir aus Lukas. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit sei die Frucht deines Leibes. Aber die zweite Hälfte sagt, Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Abgesehen davon, dass Maria einen Titel gibt, den ihr die Schrift nicht gibt, so fragt man sie dann auch noch für uns zu beten. Tatsächlich sehen Katholiken Maria nicht nur als die eine an, durch die die ganze Gnade Gottes fließt und die eine, die bei ihrem Sohn für uns vermittelt, sondern Katholiken beauftragen sie auch noch, Menschen von der Sünde zu befreien und von Krieg und so weiter. Es kann doch nur Gott von Sünde befreien. Die Juden wollten Jesus sogar steinigen dafür, dass er sagte, er würde Sünden vergeben. Das konnte er auch. Er war Gott, sowohl wie er Mensch war. Aber Maria ist nicht Gott. Sünden können nur durch Gott vergeben werden. Das Gebet von Papst Paul II. An Maria in den frühen 80er Jahren ist ein Beispiel solchens. In diesem Gebet bat er Maria immer wieder, uns von Atomkriegen, Hungersnöten, Selbstzerstörung und Ungerechtigkeit usw.
zu erlösen. Ja? Maria, erlöse uns hiervon, Maria, erlöse uns davon und so weiter und so weiter und so weiter. Ich will auch noch mal eben kurz auf diesen ersten Punkt hier zurückgehen, den wir hier gelesen haben. Die erste Hälfte ist ein Zitat aus der Bibel, als der Engel Maria begrüßt, gegrüßet seist du Maria und so weiter und so weiter. Und der zweite Teil ist Heilige Maria, Mutter Gottes und so weiter und so weiter. Es steht hier, meine Lieben, ja, dass das viele, viele Mal aufgesagt wird. Ja? Wo steht das hier? Ich habe das doch gelesen, dass das so und so oft gesagt wird. 150 Mal oder sowas wird das, glaube ich, erwähnt. Ja? Es ist die Lehre von Fatima, dass solches zur Erlösung vieler Seelen geführt wird. Das Hauptgebet des Rosenkranzes ist, welches 50 Mal wiederholt wird. Siehst du, 50 Mal. Was sagt Jesus Christus über das Beten? Ich meine in Matthäus Kapitel 6, dass er sagt, dass wir nicht plappern sollen wie die Heiden, die meinen, durch ihr vieles Gerede erhört zu werden. Was ist denn 50 Mal geheiligt seist du Maria wiederholen? Das ist doch direkt, aber direkt ein Missachten des Gebotes von Jesus Christus. Er sagt, tu es nicht. Und im Rosenkranzgebet betet man 50 Mal hintereinander, geheiligt seist du Maria. Das ist ganz klar, zumindest nach meinem Verständnis, ein Verstoß gegen das, was Jesus gebetet. Wenn er sagt, oder gebetet, wenn er sagt, macht keine ständigen Wiederholungsgebete, wie die Heiden das tun, die glauben, dass sie wegen ihres vielen Klapperns erhört werden. 50 Mal. Aber im Rosenkranz gehen wir ja noch viel weiter. Das ist aber eine andere Sache und das ist ein anderes Thema. Aber hier wollte ich doch noch mal eben kurz drauf eingehen. 50 Mal das Wiederholen geht ganz eindeutig gegen das, was Jesus sagt in Matthäus Kapitel 6. Ja, Jörg, da hast du vollkommen recht. Da wollte ich dir noch kurz beipflichten. Und ich wollte noch auf einen anderen Punkt hinaus. Hier wird ja auch gesagt, dass abgesehen davon, dass man Maria einen Titel gibt, in den ihr die Schrift nicht gibt, ne, ist ja auch ganz klar, so fragt man sie dann auch noch, für uns zu beten. Ich wollte jetzt noch mal ganz deutlich machen, dass es hier, wenn man das biblisch sich betrachtet, dass es im Grunde genommen darum geht, dass man hier Maria, einen toten Mensch, bittet, für sie zu beten. Also im Grunde genommen reden wir hier über Nekromantie, ja, also dass man die Toten befragt. Ne? Nichts anderes ist das nämlich, wenn man es biblisch betrachtet. Weil biblisch betrachtet ist Maria auch einfach ein sündiger Mensch, wie wir alle es sind, und eben keine gesonderte Mittlerin, wie es die römisch-katholische Kirche darstellt. Gebete an die Toten hat Gott bereits im Alten Testament. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob es bereits in Levitikus war, aber allerspätestens im Deuteronomium, also 5. Buch Mose, gesagt, dass ihm das ein Greuel ist, dass der das nicht machen soll. Ja, vollkommen recht. Ja. Hast du da, Max? Danke für den Einwurf. Nirgendwo, fahren die Autoren hier fort, nirgendwo findet man eine ehrfürchtige Person in der Bibel, die zu jemand anderem als zu Gott betet oder bei jemand anderem um Fürbitte bittet, als bei jemandem, der noch lebt. Also nicht die Toten anspricht, sondern die Lebenden. Das sind nämlich die Heiligen in der Bibel. Die Heiligen der römisch-katholischen Kirche sind alle tot, da lebt keiner mehr von. Weil der Gott der römisch-katholischen Kirche der Gott der Toten ist. Und der Gott der Bibel ist der Gott der Lebenden. Und die Lebenden sind die Heiligen. Oder die Heiligen sind die Lebenden, die in Jesus glauben und die sich an seine Gebote halten und die Jesus lieben eben. Ja? Das ist ein ganz großer Unterschied. Vielmehr, sagen sie hier weiter, verweist uns die Schrift darauf, zu Gott zu beten. Unter anderem in Lukas Kapitel 11. Und dort lesen wir, Zitat: Und es begab sich, dass er an einem Ort im Gebet war, und als er aufhörte, sprach einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Da sprach er zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns täglich unser nötiges Brot und vergib uns unsere Schulden, denn auch wir vergeben jedem, der uns etwas schuldig ist. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. In Matthäus Kapitel 6, Verse 6 bis 9 lesen wir eben dasselbe Vaterunser wie hier, ein klein wenig anders, aber
mehr oder weniger genau dasselbe. Das ist also nur eine Wiederholung von dem in Lukas, deswegen habe ich den Text hier nicht reingetan. Aber in Philipper Kapitel 4, Vers 6 lesen wir auch, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Sekunde mal eben. In Apostelgeschichte, Kapitel 8, Vers 22 lesen wir, so tue nun Buße über diese deine Bosheit und bitte Gott, ob dir die Tücke deines Herzens vielleicht vergeben werden mag. Bitte Gott, nicht bitte Maria, wird hier gesagt. Bitte nicht irgendeinen Heiligen, bitte nicht irgendeinen Toten, sondern bitte Gott, ob dir die Tücke vergeben werden mag. Auch in Lukas, Kapitel 10, Vers 2 steht geschrieben, warum der Text hier so klein ist, verstehe ich auch nicht, ich mache das immer groß. Er sprach nun zu ihnen, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Ja? Also immer wird Gott angesprochen und niemand anders. Und so weiter, ja, da habe ich auch noch ein paar aufgeführt. Da lesen wir unter anderem in Kapitel 6 des Buches der Epheser, das ist ja immer das, was ich so gerne zitiere zum Abschluss von zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Ja, ganz kurz. Ja, bitte. Du hast jetzt die Heiligen auch nochmal jetzt gerade in Epheser 6, 18 gebraucht. Das ist ja vorhin auch kurz angesprochen, dass die römisch-katholische Kirche die Heiligen auch immer anders betrachtet, als wie die Bibel es tut. Und für jeden, der da eine ganz klare Aussage zu aus der Bibel haben möchte, empfiehlt sich Offenbarung 14, 12. Da wird uns ganz klar gesagt, wer die Heiligen sind. In Offenbarung 14, 12 heißt es, hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen, hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Also hier sagt uns die Schrift selber, was Heilige sind, das sind nämlich die Menschen, die die Gebote Gottes bewahren und die an Jesus Christus glauben. Und nicht das, so, wie die römisch-katholische Kirche das gebraucht, um irgendwie Tote zu ehren. Und also das kann niemand anders sein als die Lebenden, ne? Weil genau. Die Toten tun ja nichts, die liegen im Grab. Ja? Und die können das nicht sein, also kann das nur die Lebenden meinen. Bei der römisch-katholischen Kirche sind es wirklich immer nur tote Menschen, die ja heilig gesprochen werden. Ja. Man kann immer nur selig und heilig erklärt werden vom Papst, wenn man tot ist. Ja? Und wenn man entsprechende Werke für die römisch-katholische Kirche geleistet hat. Ja, ja, die stimmt. Werden dann so gesagt nachgewiesen. Irgendwelche Wunder, die vollbracht wurden oder tolle Taten, die vollbracht wurden. Und das dauert dann auch immer so und so lang bis nach dem Tod, dass man das machen kann. Dann können sie nämlich irgendwelche Dinge erfinden oder einschieben und können euch das weismachen und sagen, der hat das und das gemacht, ganz toll, und deswegen ist er jetzt selig und deswegen ist er jetzt heilig. Ja, wisst ihr, das Problem ist, dass die Bibel schon mal am Anfang sagt, es gibt gar keine heiligen Taten, die wir tun können. Wir sind alles Sünder. Wir können nichts tun, das heilig ist. Wir können nichts tun, das gut ist. Nur einer kann irgendetwas heilig machen. Das ist der, der selber heilig ist. Und das ist nicht der Papst, sondern das ist unser Vater im Himmel und Jesus zu seiner Rechten. Die können etwas heilig machen. Hier auf der Erde kann niemand etwas heilig machen. Er kann noch keinen Tag heiligen, ja, zum Beispiel den Sonntag und so weiter und so weiter. Das ist wieder ein ganz anderes Thema. Aber wir müssen endlich mal ganz deutlich Tacheles sprechen, wie man so schön sagt. Und das tut der Maximilian hier auch an dieser Stelle, um zu sagen, die Heiligen sind aus der Bibel ganz deutlich erklärt die Lebenden und nicht die Toten. Ja, wenn ich die Toten anbete, dann mache ich ja nichts anderes als Götzenverehrung. Ich bete entweder oder ich spreche entweder zu einem Bild von der Person oder zu einer Statue von der Person oder seinem Grabstein oder was weiß ich nicht alles. Das ist alles Totenverehrung. Natürlich kann ich die Toten in meinem Herzen bewahren, kann ich daran denken, kann ich darüber trauern, kann ich selbst nach dem Motto zu ihnen sprechen. Das tue ich aber nicht. Das sollte man eben nicht machen. Man sollte im Gedenken an die Leute sprechen und solche Sachen tun, aber nicht die Leute selbst ansprechen. Weil dann rufe ich mir einen, wie man so schön im Englischen sagt, a familiar spirit, ne? Also es ist ein fremder Geist. Den rufe ich dann an. Von solchen Sachen fühlen sich die Dämonen ganz wunderbar angesprochen. Deswegen ist die römisch-katholische Kirche voll mit Dämonen. Sie werden ja überall herangerufen. Alleine schon, wenn man dieses Gebet macht von dem Rosenkranz, wo es 50 Mal mit der Geheiligt seist du Maria wiederholt wird, ist doch ganz deutlich, dass das nur Dämonen ansprechen kann und keinen Engel.
und keinen Heiligen, weil die Heiligen sind die Lebenden und nicht die Toten. Also ich finde das sehr schön, Max, dass du hier nochmal eben den Punkt gemacht hast, über wer tatsächlich die Heiligen sind, dass das eben wirklich die Lebenden sind. Kapitel 14, Vers 12 war es in Offenbarung? Ja, genau, da ist es nochmal ganz deutlich. Ja, wiederhol es nochmal eben auch, bitte, bevor wir weiterlesen. Hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen. Hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Ja. Deutlicher kann man es nicht sagen, ne? Genau. Ja. Er ersucht uns kühn, zum Thron der Gnade zu kommen. Das ist sein Thron, damit wir Gnade finden und Hilfe in Zeiten der Not. Das lesen wir in Hebräer, Kapitel 4, Verse 14 bis 16, wo geschrieben steht, Zitat: Da wir nun einen großen Hohepriester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Gott verspricht uns, dass der Heilige Geist für uns nach dem Willen Gottes Fürbitte leisten wird, mit unaussprechlichem Seufzen, so wie geschrieben steht in Römer Kapitel 8, Vers 26. Ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Warum in Gottes Namen sollten wir durch einen Heiligen, Engel oder Maria gehen, besonders wenn man die Tatsache betrachtet, dass weder das Beispiel noch das Kommando in der Bibel gegeben wird, es so zu tun? Nun, es gibt nur zwei sich wiederholende Beispiele in der Schrift. Gebet wird nur an Gott allein gerichtet. Und jetzt kommen ein paar interessante Bibelstellen. 1. Korinther 11, 5. Die Bibel sagt: Jede Frau aber, die mit unbedecktem Haupt betet oder weissagt, schändet ihr Haupt, es ist ein und dasselbe, wie wenn sie geschoren werde. Und in Vers 13 geht es weiter: Urteilt bei euch selbst, ob es schicklich ist, dass eine Frau unbedeckt zu Gott betet. Steht da zu Maria? Steht da zum Heiligen? Nein, urteilt bei euch selbst, ob es schicklich ist, dass eine Frau unbedeckt zu Gott betet. Römer Kapitel 10, Vers 1: Brüder, der Wunsch meines Herzens und mein Flehen zu Gott für Israel ist, dass sie gerettet werden. Mein Flehen zu Gott, nicht zu Maria. Römer 15, 30: Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, um unseres Herrn Jesus Christus und der Liebe des Geistes willen, dass ihr mit mir zusammenkämpft in den Gebeten für mich zu Gott. Apostelgeschichte 12, 5, Zitat: So wurde Petrus nun im Gefängnis bewacht, von der Gemeinde aber wurde unablässig für ihn zu Gott gebetet. Selbes Buch, Kapitel 10, Vers 2: Der war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus und gab dem Volk viele Almosen und betete ohne Unterlass zu Gott. Im selben Buch, 1. Kapitel, Vers 24, lesen wir: Und sie beteten und sprachen: Herr, du Kenner aller Herzen, zeige an, welchen von diesen beiden du erwählt hast. Wieder wird Gott direkt angesprochen. Auch im Alten Testament finden wir eine Stelle, unter anderem in Zacharias, Kapitel 8, Vers 21-22. Es steht geschrieben, also Zacharia: Und die Bewohner einer Stadt werden zu denen einer anderen kommen und sagen: Lasst uns hingehen, um den Herrn anzuflehen und den Herrn der Heerscharen zu suchen. Auch ich will gehen. So werden große Völker und mächtige Nationen kommen, um den Herrn der Heerscharen in Jerusalem zu suchen und den Herrn anzuflehen. In Jona Kapitel 2, Vers 8 lesen wir: Als meine Seele in mir verschmachtete, gedachte ich an den Herrn, und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Und in 4, Vers 2 lesen wir: Und Jona betete zum Herrn, ja, nicht zu irgendeinem Heiligen, nicht zu Moses, nicht zu Abraham, nicht zu Jakob, sondern zum Herrn, und sprach: Ach Herr,
Ist's nicht das, was ich mir sagte, als ich noch in meinem Land war, von dem ich auch durch die Flucht nach Tarsis zuvorkommen wollte? Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und von großer Gnade, und das Unheil reut dich. Ich betete zum Herrn, nicht wahr? Bitte für Gebet wird nur an die Lebenden gerichtet. Genau der Punkt, den gerade eben ja auch Max machte, indem er erklärt hat, dass die Heiligen eben die Lebenden sind. Im 1. Thessaloniker Kapitel 5, Vers 25 steht, Brüder, betet für uns, für die Lebenden, nicht für irgendwelche Toten. 2. Thessaloniker Kapitel 3, Vers 1 steht, im Übrigen betet für uns, ihr Brüder, damit das Wort des Herrn ungehindert läuft und verherrlicht wird, so wie bei euch. Und es gibt noch viel mehr Verse, aber wir holen uns noch eben Hebräer Kapitel 13, Vers 18 an, wo geschrieben steht, Zitat, betet für uns, denn wir vertrauen darauf, dass wir ein gutes Gewissen haben, da wir in jeder Hinsicht bestrebt sind, einen ehrbaren Lebenswandel zu führen. Ich glaube, das gilt für jeden, der sich heutzutage ein bibelgläubiger Christ nennt, dass er dasselbe sagt, dass man ab und zu an seine Brüder und Schwestern fragt, betet für uns, betet für mich, betet für unsere Gemeinde, ja, betet für unsere Gemeinschaft, die wir hier haben, denn wir vertrauen darauf, dass wir ein gutes Gewissen haben. Ja, wir wissen nicht, ob wir ein gutes Gewissen haben, nur der Herr kann in unser Herz schauen, nur der Herr kennt unser Gewissen, aber wir vertrauen darauf, dass wir ein gutes Gewissen haben vor Gott, da wir in jeder Hinsicht bestrebt sind, einen ehrbaren Lebenswandel zu führen und mit anderen Worten, da wir in jeder Hinsicht bestrebt sind, die Gebote unseres Herrn Jesus Christus zu halten. Und auf der anderen Seite ganz kurz, Jörg, es gibt in der Bibel an keiner Stelle in irgendeiner Art und Weise den Hinweis darauf, dass jemand aufruft, für einen bereits Verstorbenen zu beten. Nicht ein einziges Mal taucht diese Art und Weise der Bitte um ein Gebet auf, in der ganzen Bibel nicht. Ja, das taucht also auch wieder nur in der römisch-katholischen Kirche auf, ja, dass man also für seine Verstorbenen bittet, oder denen irgendwie das Fegefeuer erleichtert, wie es ja noch vor ein paar Jahren oder vor ein paar Jahrzehnten der Fall war, als es noch offizielle Lehre der römisch-katholischen Kirche das war. Das Fegefeuer ist immer noch offizielle Lehre. Was nicht mehr offizielle Lehre ist, ist Limbo. Das ist das Ach, Limbo Fegefeuer. Ist was anderes als Fegefeuer? Ja, Limbo ist das die Vorhölle für die Kinder. Ach, das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Ich dachte, das wäre das Gleiche, das Papst Benedikt abgeschafft hatte. Aber nein. Okay, dann nein. Deswegen gibt es auch immer noch die Purgatory Society, ja, die Fegefeuergesellschaft. Okay. Ja, da haben wir in Romanismus und die Reformation drüber gesprochen. Da habe ich sogar die Webseite damals von rausgesucht. Echt? Ja, das gibt's noch. Kann ja jeder sich mal anschauen. Purgatory Society, also Fegefeuergesellschaft. Aber Limbo wurde abgeschafft. Und das ist halt diese Vorhölle, wo die Kinder reinkommen, die verstorben sind. Die kommen nach der römisch-katholischen Lehre jetzt gleich in den Himmel oder was auch immer. Was ein Zirkus, kann ich dir sagen. Ja, gut, okay. Manchmal schaut man da auch wirklich nicht mehr durch von dem ganzen Theater. Ne? Das ist, genau. Ist manchmal schon schwer. Aber das Fegefeuer gibt es noch immer, aber du hast vollkommen recht. Ich glaube, das einzige Mal, wo es in der Bibel, wo solche Dinge in der Bibel erwähnt werden, ist, dass Gott die Israeliten davor warnt, das zu tun, weil die Heiden das tun. Genau, es wird davor gewarnt, es nicht zu tun. Ja. Ganz also mit anderen Worten, es gibt kein einziges Beispiel in der Bibel, wo das passiert. Nur Gott sagt, die Heiden tun es und tut nicht wie die Heiden. So ja, und kommt es dann. Genau so gibt es unzählige Beispiele im römischen Katholismus oder römischen Katholizismus, wo das genau so halt praktiziert wird. Ne? Also wieder mal diese Gegenüberstellung zur Bibel. Ja, und deswegen muss man wirklich wählen, wem gehorcht man. Gehorcht man dem Gott, der die Bibel geschrieben hat, oder gehorcht man dem selbsternannten Gott, der in Rom sitzt und die Bibel verfälscht und sie verbietet und sagt, dass ihr zu dumm seid, die Bibel zu verstehen, dass ihr einen Priester braucht, um euch die Bibel zu erklären. Ja, beantwortet die Frage mal für euch selbst und wählt dann heute, was ihr tut. Dass ihr wählen könnt, heißt ja nicht, dass ihr freien Willen habt. Das ist wieder ein anderes Thema. Das beschäftigt mich in der letzten Zeit sehr viel. Ja, aber ich wollte gerade sagen, da haben wir ja auch ganz viele Diskussionen in letzter Zeit. Aber ja, das ist unglaublich, schon, wie uneinsichtig die Leute in der Hinsicht sind. Ja, es ist eigentlich ganz einfach und auch sehr simpel zu verstehen, wenn man die Bibel hinzuzieht. Aber ja,
gut, der römisch-katholischen Kirche geschuldet, ist das nun auch ein Thema, was ja immer wieder irgendwie sehr präsent ist, sage ich mal. Ne? Ich kann ja etwas wählen, das heißt ja noch lange nicht, dass ich einen freien Willen habe. Ne? Das, was ich wähle, kann ja durchaus vorbestimmt sein. Da sollten vielleicht genau mal einige Leute drüber nachdenken. Der Punkt ist einfach der, dass Gott erwählt und nicht der Mensch erwählt, zu Gott zu finden. Das eben ist der Punkt. Ja. Eben, ganz richtig. So kann man es ganz kurz knackig auf den Punkt bringen, Max. Prima. Außerdem, sagen die Autoren weiterhin, wird nirgends gelehrt, dass Maria allsehend, allhörend und allwissend ist. Oder auch nur fast so, wie sie sein müsste, um die vielen Gebete, die gleichzeitig von vielen Katholiken auf der ganzen Welt an sie gerichtet werden, hören und reagieren zu können. Stattdessen lehrt die Schrift, dass beidseits Engel und die Seelen der Verstorbenen endliche Geschöpfe sind. Endliche, ja, die nur an einem Platz zu einer Zeit sein können. Und das hören wir oder lesen wir in Daniel Kapitel 9, Vers 20 und Lukas Kapitel 16, Vers 19 fortfolgende. Wir beginnen bei Daniel, wo geschrieben steht, Zitat, während ich noch redete, ja, Daniel Kapitel 9 endet ja in den ganz wichtigen Versen 24 bis 27, aber davor ist es ein herzzerreißendes Gebet, das Daniel an den Herrn richtet und Buße tut für sein ganzes Volk und für sich selber. Und am Ende des Gebetes steht halt bei Vers 20, während ich noch redete und betete und meine Sünde und die Sünde meines Volkes Israel bekannte und meine Bitte für den heiligen Berg meines Gottes vor den Herrn, meinen Gott, brachte. Und in Lukas, das wird ein etwas längeres Zitat, da lesen wir das folgende, über nämlich der reiche Mann und der arme Lazarus. Und das ist eine sehr interessante Geschichte, die wir uns hier eben einbauen. Das sind, wie ihr seht, bis 31 knapp 12 Verse, aber das muss eben sein. Ich bin kein Freund davon, immer nur einen Vers aus der Bibel rauszuziehen und aus dem Kontext zu ziehen. Ich nehme dann lieber den Kontext damit bei. Und in der Zwischenzeit müsst ihr auf diese fürchterlichen katholischen Bilder schauen. Aber vielleicht macht euch das ja mal wach von der Lüge. Also der reiche Mann und der arme Lazarus. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbare Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer namens Lazarus, der lag vor dessen Tür voller Geschwüre und begehrte sich zu sättigen von den Brausamen, die vom Tisch des Reichen fielen. Und es kamen sogar Hunde und leckten seine Geschwüre. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Totenreich seine Augen erhob, da er Qualen litt, sieht er den Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich über mich und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Peinen dieser Flamme. Abraham aber sprach, Sohn, bedenke, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben und Lazarus gleichermaßen das Böse. Nun wird er getröstet, du aber wirst gepeinigt. Und zu alledem ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, so dass welche von hier zu euch hinübersteigen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Da sprach er, so bitte ich dich, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe 5 Brüder, dass er sie warnt, damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual kommen. Abraham spricht zu ihm, sie haben Mose und die Propheten, auf diese sollen sie hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er aber sprach zu ihm, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, so würden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer aus den Toten auferstände. Eine sehr kräftige Geschichte hier, die uns hier in Lukas erzählt wird. Ja? Und leider ist das ja manchmal so, wenn wir uns beschäftigen und mit dem Evangelium zu den Ungläubigen gehen oder selbst Gläubige, also zumindest Katholiken und solche Leute, die halt etwas anderes glauben als den reinen Glauben haben, probieren hiervon zu überzeugen, die wollen sich auch nicht davon überzeugen lassen.
Und am schönsten finde ich halt in dieser Geschichte nach dem Motto, die sollen auf Moses und auf die Propheten hören, also auf das Gesetz und die Propheten, die sollen das Alte Testament lesen, ja, so wie es in Lukas hier genannt wird, weil das ist, wovon er von Mose und den Propheten spricht. Mose steht für das Gesetz, die Propheten stehen für diejenigen, die das Volk Israel die ganzen Jahre immer wieder gewarnt haben. Ja. Er spricht hier im Grunde von dem Alten Testament und sagt, wenn die Leute schon dadurch nicht wach werden, ja, dann werden sie auch nicht wach dadurch, dass einer von den Toten aufersteht. Das glauben sie dann auch nicht. Sie sind eben, wie man so schön sagt, ein, wie sagt man das im Englischen, heißt es stiff-necked people. Ne? Das ist also ein halsstarriges Volk, wie die Israeliten oft im Alten Testament genannt werden. Die würden selbst nicht hören, wenn ein Toter auferweckt würde. Und genau das haben wir doch auch manchmal, ne, Max, dass wir uns an Leute wenden und dass wir sagen von, aber es ist doch so, lies es doch, da steht es doch. Und sie sagen, nö, ich nehme das nicht an, ich glaube das nicht. Das erinnert mich daran, dass Gott das Herz des Pharao auch verstockt hat. Es war nicht Pharao, der sich verstockt hat, der nicht glauben wollte. Es war Gott, der sein Herz verstockt hat, weil Gott kannte seinen Charakter und sagte, dem verstocke ich das Herz. Und das tut er mit anderen Menschen heute noch ganz genauso. Ja, da gebe ich dir ganz vollkommen recht. Das ist genau der Punkt, wo wir auch in der Bibel lesen, dass Gott ihn eine wirksame Kraft der Verführung, heißt es im Deutschen, sendet. Und im Englischen heißt es viel besser eine strong delusion. 2. Thessalonicher 2, ja? Ja, genau, genau. Aber das ist auch sehr interessant. Mir ist nämlich gerade aufgefallen, jetzt wo du Lukas gelesen hast, das ist eigentlich etwas, wo ich selber schon sagen würde, das kenne ich eigentlich schon sehr gut. Aber mir ist jetzt diese Passage überhaupt nicht so in der Art geläufig, wo mir jetzt wieder mal auffällt, Mensch, das gibt immer wieder etwas Neues zu entdecken. Ne? Gerade weil das jetzt auch so gut da reinpasst, dass man also keine Toten befragen braucht, weil es halt auch etwas ist, was nichts nützt, ja, und was eine Gräuel ist vor Gott, ja, und da geht das ja auch ein bisschen drauf ein. Ja, nee, sehr interessant auf jeden Fall und hast du vollkommen recht, ja. Es gibt eine Geschichte in der Bibel, wo ein Toter angerufen wird. Und das ist in einem der Bücher von Samuel, weil das ist bei der Hexe von Endor, dass Saul da hingeht und den Saulus, glaube ich, aufrufen lässt. Und der dann kommt, ist natürlich nicht der Saulus selbst, sondern ist natürlich ein Dämon. Das sollte man mal nachlesen. Ja? Viele Leute haben auch das Unverständnis und sagen hiervon, ja, aber Lukas 16, wenn ich das hier lese, der sitzt in Abrahams Schoß, der eine brennt in der Hölle, der andere ist im Himmel, das kann man hier sehen. Meine lieben Brüder und Schwestern, es geht hier um eine Parabel. Das wird hier nicht geschrieben, weil das hier so ist, sondern damit will uns Gott etwas deutlich machen. Und deswegen gebraucht er diese Parabel. Das heißt nicht, dass es in Wirklichkeit so ist, weil wir wissen, dass die Toten gar nichts wissen und auf das Gericht warten und auf die erste Auferstehung warten oder auf die zweite Auferstehung zum Gericht. Die Ungerechten, das ist das. Ne? Es ist hier eine Parabel, die hier gebraucht wird, ja? Um einen Punkt deutlich zu machen. Stell dir vor, es wäre so, dann würde genau eben das passieren. Ja? Ganz wichtiger Punkt, den ich nochmal kurz eben anholen wollte. Hast du auch vollkommen recht. Ich wollte nur auf den Punkt hinauf, man kann die Bibel 3-mal insgesamt lesen, man kann die Bibel 10-mal lesen, man kann sie 100-mal lesen und man findet doch immer mal, wenn man sie dann ein 101. erstes Mal wieder liest, doch was immer Neues. Wieder etwas. Ja, genau, darauf wollte ich hinaus. Das war nur ein Punkt. Also da gebe ich dir trotzdem vollkommen ja. recht. Ja, das ist das Wunderbare an der Bibel. Es wird niemals ja. langweilig, sie zu lesen. Nee, ja. ist so. Genau, ich hab jetzt in der Woche auch eine Bibelstudie gemacht mit Bruder Perry aus Holland und unserem weiteren holländischen Bruder Helmer. Und wir haben Genesis 7 gelesen und das ist also sicher schon das 4. oder 5. Mal, dass ich Genesis lese, auch in Genesis 7 da in dem Stück schon mal lese. Und ich hatte das damals auch mit Viktor und Michael, haben wir auch schon darin gelesen. Und jedes Mal erkennt man wieder neue Dinge dabei. Also es ist wirklich, wirklich erstaunlich, wirklich schön, ja. Und daran merkt man eben auch die Führung des Heiligen Geistes. Er leitet uns in alle Wahrheit. Nur wir können alle die Wahrheit nicht auf einmal ertragen. Deswegen kriegen sie wir Stück für Stück für Stück. Und je mehr wir in der Bibel lesen, desto mehr wird uns offenbart. Desto mehr verstehen wir. So einfach ist das. Erkenntnis ist der Lohn der Arbeit, die Bibel zu lesen. Möchte ich mal so formulieren. Dritter Punkt hier. Eine der sich wiederholenden Botschaften von Fatima ist der Aufruf zur persönlichen Entschädigung oder Buße.
Dieses katholische Konzept lehrt, dass wir Schadenersatz an Gott und Maria leisten müssen für die Sünden, die wir gegen sie begangen haben. Einen der Abschnitte aus der Botschaft im Allgemeinen wiederholend, sagte der Engel den Kindern, Zitat, macht aus allem, was ihr könnt, ein Opfer und bietet es Gott an als Entschädigung für die Sünden, mit denen er gekränkt wird. Eine Entschädigung ist eine Sühne, etwas, das als Schadenersatz getan oder bezahlt wird, eine Abfindung. Dies verbindet sich mit der römisch-katholischen Lehre der zeitlichen Bestrafung, um die man sich entweder durch Buße jetzt kümmern kann oder durch einige Zeit, die man später im sogenannten Fegefeuer verbringt. Oder man kann sich davon auch freikaufen, indem man eben Ablässe kauft, wie damals zur Zeit Luther ja sehr präsent war. Die Bibel lehrt jedoch nirgends, dass man Entschädigungen für unsere Sünden leisten muss oder dass man Buße tun muss, um für unsere Sünden zu bezahlen. Vielmehr lehrt die Bibel, dass wir unseren Leib als lebendiges Opfer anbieten sollen, als Antwort und Dankbarkeit für all die Gnade, die er uns durch unsere Erlösung gezeigt hat. Römer Kapitel 12, Verse 1 bis 2, da lesen wir davon, Zitat. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Ich möchte noch mal ganz kurz eben auf Vers 1 zurückkommen. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Unsere Leiber, wenn wir die also als ein Opfer unserem Gott opfern sollen, dann sollten wir diese Leiber auch nicht beschmutzen. Das ist einer der Gründe, weshalb wir uns immer noch nach den Ernährungsregeln Gottes ernähren sollten. Das heißt, keine unreinen Dinge zu uns nehmen sollten. Das ist zumindest meine Überzeugung. Und warum wir nicht rauchen und übermäßig Alkohol und so weiter trinken sollten, weil das sind alles Dinge, die unseren Körper beflecken. Und dann ist unser Körper, unser Leib eben kein lebendiges, heiliges Opfer mehr. Wenn wir das wollen, dann müssen wir auch danach streben, unseren Körper gut zu erhalten. Ja? Das heißt jetzt nicht, dass wir morgen wie verrückt alle Sport machen sollen und alle kleine Arnold Schwarzeneggers werden sollen, was die Figur angeht, sondern das heißt ganz einfach, dass wir mit Respekt mit unseren Leibern umgehen, weil unsere Leiber ein Gottesgeschenk sind und weil sie ein heiliges, lebendiges, dem Gott wohlgefälliges Opfer sein sollen. Das soll nämlich unser vernünftiger Gottesdienst sein. Hast du da noch eine Bemerkung zu, Max, oder soll ich weiterlesen? Nee, ich stimme dir da prinzipiell zu, das ist so. Es betrifft aber sicherlich auch den Lebenswandel an sich, ja, dass man auch entsprechend Werke hat. Das ist ja auch immer so ein Punkt, wo die Bibel ganz deutlich sagt, nicht durch Werke seid ihr errettet, damit niemand sich rühme, ganz eindeutig. Ich bin der festen Überzeugung, dass dieser Vers aber auch in der Bibel so drinsteht, weil eben die Menschen einfach eine Art und Weise in sich tragen, im sündigen Fleisch, dass sie, sollte man durch Werke, die zum heiligen Lebenswandel beitragen, sollte das irgendein Gewicht haben, dass Menschen sofort anfangen würden, sich darauf irgendwie was einzubilden oder sich zu rühmen, wie eben die menschliche Natur ist. Ja? Also nicht durch Werke seid ihr errettet, ist richtig, aber nichtsdestotrotz gehört natürlich zu einem lebendigen und wahren Lebenswandel vor Gott auch gehören dazu entsprechende Werke. Ja, das ist immer etwas, was ja oft auch missverstanden wird, denke ich mal. Ja, ich werde dich da mal ganz kurz unterbrechen. In der Bibel steht ganz deutlich drin, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Die Früchte sind die Werke, richtig, die wir bringen. Aber wir bringen die Werke nicht, weil wir errettet werden wollen, sondern wir bringen die Werke als Zeichen unserer Errettung, die wir bereits haben. Richtig, Wenn mit den Werken in der Bibel gesprochen wird oder in der römisch-katholischen Kirche gesprochen wird, in der römisch-katholischen Kirche wird man nur durch die Werke errettet, aber die Werke sind die Werke, die Sakramente, die heiligen Werke, an denen man in der Kirche teilhaben muss. Da geht es nicht darum, dass ich nicht rauche oder nicht trinke oder auf meinen Körper achte oder sowas. Da wird da gar nicht von gesprochen. Und das war genau der Punkt, den ich hier meine. Ich muss meinen Körper mit Respekt behandeln, ist ja auch logisch. Ich muss ja meinen Nachbarn lieben wie mich selber. Wenn ich mich selber liebe, dann
steche ich mir keine Tattoos in meinen Körper, dann steche ich mir keine Piercings in meinen Körper, dann schneide ich mich nicht, dann verderbe ich meinen Körper nicht mit Rauch, dann verderbe ich meinen Körper nicht mit Drogen und Alkohol und ganz diesen ganzen Sachen. Das ist das, was hier im Grunde gemeint ist. Ja? Das ist im Grunde eine logische Konsequenz. Wenn ich heilig leben will, wenn ich leben will wie Christus oder wie Christus mich haben will, dann kann ich solche Dinge einfach nicht machen. Das gebietet der gesunde Menschenverstand. Und das sind die Werke, die hier gemeint sind. Kein einziger Mensch wird für irgendwelche Werke gerettet. Der Punkt ist nur, dass hier in Römer ganz deutlich gesagt wird, euer Körper, euer Leib soll dargebracht werden oder ihr bringt euren Leib als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer dar. Wenn ich den Körper aber vollpumpe mit Drogen und allen möglichen anderen Sachen, die da nicht reingehören, weil das mein Spaß ist, weil mir das Spaß macht, das zu machen, ja, dann gebe ich dem Gott kein lebendiges, heiliges, wohlgefälliges Opfer mit meinem Leib mehr. So einfach ist das. Ja, also versteht uns hier nicht verkehrt. Es geht hier nicht darum, dass wir jetzt anfangen müssen, irgendwelche Werke zu machen. Aber es geht darum, dass wir eben auch Respekt für unseren Körper darbringen müssen, der uns geschenkt ist. Und wenn man ein Geschenk bekommt, dann geht man damit doch gut um, oder? Also wurde mir zumindest immer gelernt, ne? Gelehrt. Ja. Es geht ja auch einfach um den Punkt, dass wir aus Gnade errettet sind und nicht aus irgendwie etwas anderem. Das hat ja auch hier nichts mit der Errettung zu tun. Es geht nur darum, dass wir eben unsere Werke eben zeigen, dadurch, dass wir errettet werden. Deswegen steht in der Bibel, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Ja. Ihr werdet niemanden daran erkennen, an den Dingen, die er sagt. Ihr werdet sie immer nur daran erkennen, an den Dingen, die sie tun. Deswegen hat Jesus Christus auch gesagt, alles, was die Schriftgelehrten und die Pharisäer euch sagen, das tut. Aber das, was sie tun, das tut nicht. Es kommt immer wieder darauf hin zurück. Ich wollte noch mal kurz auf den Punkt hier eben raus, dass wir eben auch einen Auftrag haben von Gott, um unsere Leiber als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer zu behandeln. Und da gehört eben auch der Respekt vor dem Körper dazu. Und dazu gehört eben, dass ich den Körper nicht irgendwie, im Flämischen sagt man jetzt verminke, ich komme jetzt auf das Deutsche nicht, also irgendwie verstümmel oder dem absichtlich Gift oder sonstige Sachen zuführe. Ja. Also Drogenabusus im erheblichen Maße und so. Ich muss ja auch dazu sagen, ich rauche auch noch ab und zu. Das ist auch ganz etwas, wo ich auch nicht so ganz glücklich mit bin, aber es ist ja auch ein Prozess der Heiligung. Ja, also es ist ja auch etwas, was, ich bin ja auch erst seit einem Jahr bibelgläubiger Christ, also knapp über einem Jahr jetzt insgesamt, glaube ich, wo ich aber auch mir dessen bewusst bin, dass es nicht so gut für mich ist und ich auch froh bin, wenn ich das dann irgendwann mal geschafft habe. Nichtsdestotrotz stimme ich dir da voll und ganz zu. Ne? Und das ist ja auch etwas, die Worte eines Menschen sind oftmals trügerisch, ja, oder können sehr schnell sehr trügerische Sachen von sich geben. Die Werke aber hingegen, ja, das ist das, wo uns die Bibel sagt, dass wir eben darauf schauen sollen. Und ja, insofern Zustimmung von meiner Seite aus. Und das ist ja auch etwas sehr deutlich, wenn man sich mal mit den Früchten der römisch-katholischen Kirchen oder irgendwelchen Jesuiten oder Buchautoren, jesuitischen Buchautoren befasst, dann wird sehr deutlich, was deren Früchte sind, dass sie eben schlechte Frucht sind, ja, für die Bibel. Das natürlich auch immer im Anbetracht der Bibel selber. Ne? Man muss alles an der Bibel messen und eben auch die Früchte. Ja, ich glaube, die Sendung wird doch ein bisschen länger als eine Stunde dauern heute. Lesen wir mal weiter. Ja, sorry. Ja, nee, nicht wegen dem, was du jetzt sagst. Ich sage ja auch viel, was ich so nicht gedacht hatte. Aber das ist halt, das gibt einem halt der Heilige Geist in dem Moment ein. Das ist eben so. Also ich wollte nur auf den Punkt, ich bin halt auch wirklich, ne, was das angeht, was so Rauchen angeht und so, das ist halt wirklich auch etwas, das finde ich nicht gut, heiße ich nicht gut, das ist auch nicht biblisch. Aber es ist halt auch etwas, wo eben uns die Bibel auch sagt, da streiten die sündhaften Glieder unseres Körpers, streiten einfach gegen den Geist, ja, den Heiligen Geist, dem wir eigentlich gefallen wollen. Und das ist eben genau dieser Kampf, ne, dass man immer wieder das tut, was man hasst und eben nicht das, was man eigentlich liebt. Und das hat Paulus auch schon gesagt, ja. Genau. Darum und in Deutsch fassen wir das immer ganz kurz zusammen. Der Wille ist, wie war das? Das Fleisch ist schwach, aber der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach, ne? Ja, genau, genau. So war der Spruch, ja. So kurz zusammengefasst im Grunde, ne? Stimmt schon, ja, da ist schon was dran, ja. Ja. Aber wenn man sich dessen bewusst ist, dann ist das schon mal der erste, ich meine, wenn man das verstanden hat, dann ist das doch schon mal der erste Schritt, dass man da auch etwas dran tun kann. Ne? Deswegen steht ja auch weitergeschrieben, wenn jemand nämlich Christ ist, dann sind seine Sünden vergeben und vollends durch Christus bezahlt. Es verbleibt keine weitere Bezahlung, die wir für unsere Sünden tun können.
Es ist keine weitere Buße nötig. Vierter Punkt. Ein weiterer wichtiger Aspekt unserer lieben Frau von Fatima ist das Verbeugen und das Verehren der Erscheinung. Durch die ganze Bibel hindurch findet man, dass, wenn sich jemand vor einem Heiligen oder Engel verbeugt, ihnen gesagt wird, sie sollen aufstehen und damit aufhören. Nur wenn es zum Engel des Herrn, eine vorverkörperte Erscheinung Christi, gemacht wird, oder vor Jesus oder vor Gott, ist so eine Verehrung erlaubt. Katholiken machen einen Unterschied zwischen Gott anbeten und Maria und die Heiligen verehren. Aber als der Apostel Johannes sich vor dem Engel niederwarf, fragt der Engel nicht, verehrst du mich oder betest du mich an? Der Engel sagt einfach, dass er aufhören soll und dass er Gott anbeten soll in Offenbarung 19, Vers 10, wo geschrieben steht, und ich fiel vor seinen Füßen nieder, um ihn anzubeten. Und er sprach zu mir, sieh dich vor, tue es nicht. Ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an, denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Ebenfalls, als Petrus von Cornelius in der Apostelgeschichte 10, 25 verehrt wurde, und da gehen wir jetzt in eine kleine Worterklärung, prokuneo, das griechische Wort, das die katholische Kirche für Verehrung benutzt, im Gegensatz zu Anbetung, die nur Gott allein verdient, da habe ich in einer Fußnote beigeschrieben, also proskuneo, das ist das Wort, das hier im griechischen Original gebraucht wird, das ist aus dem Isort rauskopiert, von dem Wort Nummer 4314 und wahrscheinlich eine Ableitung von 2965, das heißt zu küssen, wie ein Hund seines Herrn Hand leckt, ja? Sich niederbeugen oder hinkriechen, das ist also figürlich oder jetzt sinnbildlich gesehen, sich selbst zu prostratieren in Anbetung, also in Erniedrigung, ja. Jemandem Referenz oder Anbetung oder Anhimmelung, Adore, ne, ist ja anhimmeln, ne? Jemand anhimmeln zu geben. Daher kommt das Wort. Ne? Also, ebenfalls als Petrus von Cornelius in der Apostelgeschichte verehrt wurde, das also das Wort hier heißt, was ich gerade erklärt habe, da sagt Petrus zu Cornelius, steh auf, ich bin selbst auch nur ein Mensch. Ich mag hinzufügen, dass dasselbe Wort auch in dem Abschnitt aus der Offenbarung erwähnt wird. Demnach ist das Beispiel, wenn ein Engel oder ein Heiliger geehrt wird, immer mit dem Kommando, damit aufzuhören, begleitet. Folglich ist das Gebet zu Maria, also was man 50 Mal betet, ja, mit dem Rosenkranz, im Gegensatz zur Schrift, wo wir ermahnt werden, zu Gott zu beten und im Beispiel in der Schrift es so zu tun. Es ist außerdem unlogisch, das Gebet zu einem Allliebenden, allwissenden und allgegenwärtigen Gott mit einem Gebet an einen Heiligen oder Maria zu ersetzen, wofür es keinen Beweis in der Schrift gibt, dass sie Gebete überhaupt hören können. Lesen wir also über den allliebenden, allwissenden und allwärtigen Gott, unter anderem in Psalm 139. Ja, das wird jetzt leider ein wenig länger, von daher auch dieses Video. Könnt ihr euch nochmal eben auf Pause setzen, weil wir sind schon fast bei einer Stunde. Und dann könnt ihr in 5 Minuten wiederkommen, auf Play drücken und weiterschauen. Ich lese nämlich jetzt den ganzen Psalm 139 vor, weil ich das im Zusammenhang furchtbar wichtig finde. Dem Vorsänger, von David ein Psalm. Herr, du erforscht mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege. Und bist vertraut mit allen meinen Wegen. Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht völlig wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar, zu hoch, als dass ich sie fassen könnte. Wo sollte ich hingehen vor deinem Geist? Und wo sollte ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich hinauf zum Himmel? So bist du da. Machte ich das Totenreich zu meinem Lager, siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spreche ich, Finsternis soll mich bedecken und das Licht zur Nacht werden um mich her, so wäre auch die Finsternis nicht finster für dich und die Nacht leuchtete wie der Tag. Die Finsternis wäre für dich wie das Licht.
denn du hast meine Nieren gebildet. Du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, und meine Seele erkennt das wohl. Mein Gebein war nicht verhüllt vor dir, als ich im Verborgenen gemacht wurde, kunstvoll gewirkt, tief unten auf Erden. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim, und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Und wie kostbar sind mir deine Gedanken, o Gott! Wie ist ihre Summe so gewaltig? Wollte ich sie zählen, sie sind zahlreicher als der Sand. Wenn ich erwache, so bin ich immer noch bei dir. Ach, wolltest du, o Gott, doch den Gottlosen töten, und ihr Blutgierigen weicht von mir! Denn sie reden arglistig gegen dich, deine Feinde erheben ihre Hand zur Lüge. Sollte ich nicht hassen, die dich, Herr, hassen und keine Abscheu empfinden vor deinen Widersachern? Ich hasse sie mit vollkommenem Hass, sie sind mir zu Feinden geworden. Erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine, und sieh, ob ich auf bösem Weg bin, und leite mich auf dem ewigen Weg. Ist das nicht ein wunderschönes Stück aus der Bibel? Ja, das hatte ich mir auch gerade gedacht. Sehr schön, ja. Das ist ja auch wieder so Herz und Nieren, was da so auch ein bisschen zum Tragen kommt. Das ist ja auch ein Spruch, den wir aus der Bibel selber kennen. Das ist schon wirklich, ich finde das auch sehr wichtig, dass wir das hier tun, dass wir also das auch wirklich so im Großen und Ganzen dann auch nochmal die Bibelstellen selber hier nochmal vorlesen und sehr schöne Stelle aus dem Psalm, ja. Wir können natürlich jetzt wählen, ob wir den Absatz zu Ende lesen und dann noch eine achte Lesung machen und dieses Papier dann beenden, oder ob wir jetzt hier durchgehen und diese Sendung anderthalb oder zwei Stunden machen. Was ist denn deine Meinung dazu? Also wir sind jetzt auf Seite 14, wir haben eigentlich noch das Ende dieser Seite und dann kommt, eigentlich sind es jetzt insgesamt nur noch zwei Absätze. Ich denke, wir schließen das jetzt ab, weil also die Aufzeichnung habe ich jetzt gestartet, sind 56 Minuten. Ich glaube, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Also. Ah, okay, gut. Ja, gut, dann machen wir das weiter. Ich habe da auch kein Problem mit. Ich finde das. Wenn wir 5 Minuten über oder 10 Minuten oder 10, ich glaube, das stört jetzt keinen. Aber dann haben wir das abgeschlossen. Ja. Und gut, es dauert länger aufgrund auch des Vorlesens der Bibelverse. Und ich glaube, das ist für jeden auch in Ordnung, dem selbst die Bibel auch so wichtig ist, wie sie uns wichtig ist. Ich sag's mal so, für wen das nicht wichtig ist, die Bibelverse hier zu lesen, der sollte sich ein anderes Video anschauen, weil schließlich ist es gerade die Basis der Bibel, mit der wir die Lehre der katholischen Kirche über diese Maria-Anbetung widerlegen können. Und dann ist es umso wichtiger, die wichtigen Verse, die hier angeholt werden, auch zu lesen. Und in diesem Fall fand ich es wirklich angemessen, das ganze Kapitel, den ganzen Psalm 139 zu lesen. Das ist ein wunderbarer Psalm, den, wenn man ihn analysiert, der so viele Dinge anspricht, ja, Schöpfung, Evolution, freien Willen, Allwissenheit, also alles, was in diesem Psalm angesprochen wird, da kann man stundenlang über diskutieren, da kann man stundenlang... Kann man eine eigene Bibelstudie draus machen. Ja, ne? Ja, aus diesem Psalm alleine kann man eine Bibelstudie von 2-3 Stunden machen, ja, schätze ich mal. Aber deswegen fand ich es so wichtig, ihn jetzt gerade eben vorgelesen zu haben, und wie gesagt, ja, dann fahren wir jetzt fort mit dem nächsten Zitat aus der Bibel. Das kommt aus dem Buch der Hebräer. Also Psalm ist Altes und Hebräer ist Neues Testament, Kapitel 4, Verse 14 bis 16, habe ich hier rausgesucht. Da steht drin, Jesus Christus, unser großer Hohepriester. Da wir nun einen großen Hohepriester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Ich habe das jetzt ziemlich schnell vorgelesen, weil das eine Wiederholung ist. Wir hatten nämlich dieselbe Textstelle vorhin schon mal gelesen. Und deswegen bin ich da jetzt etwas schneller drüber hinweggegangen. Also, es gibt keinen Beweis dafür in der Schrift, dass Maria Gebete überhaupt hören kann oder dass Tote überhaupt Gebete hören können. Ja, deswegen habe ich jetzt hier noch etwas aus mir selbst angefügt. Das mache ich so manchmal. Maria ist tot
und hört gar nichts. Denn wir lesen im Buch der Prediger, Kapitel 9, Verse 5 und 6, denn die Lebendigen wissen, dass sie sterben müssen. Aber die Toten wissen gar nichts und es wird ihnen auch keine Belohnung mehr zuteil, denn man denkt nicht mehr an sie. Ihre Liebe und ihr Hass, wie auch ihr Eifer, sind längst vergangen und sie haben auf ewig keinen Anteil mehr an allem, was unter der Sonne geschieht. Zu Heiligen und zu Maria auf einer weltweiten Basis zu beten, bedeutet, ihnen die Attribute des Allwissens und der Allgegenwärtigkeit zuzuschreiben, die aber nur Gott allein besitzt. Dies ist wirklich Götzendienst. Wir haben übrigens zu diesem Thema letztens auch in Babylon Mysterien Religion gelesen und da hat der Autor Ralf Wuttrow uns, glaube ich, erzählt, dass es 5.500 Gebete pro Sekunde sind, die den ganzen Tag an Maria gehen. Mann, hat die viel zu tun, wenn sie das alles hören soll. Hä? Punkt 5. Letztendlich, wenn es um das Sonnenwunder geht, na, das ist ja die Erscheinung in Fatima 1917, so gibt es mehrere Beispiele in der Bibel, wo von Lügenwundern gesprochen wird. So lesen wir zum Beispiel im Buch Exodus, Kapitel 7, Vers 22, Zitat: Aber die ägyptischen Zauberer taten dasselbe mit ihren Zauberkünsten. Und so verstockte sich das Herz des Pharao und er hörte nicht auf sie, so wie der Herr es gesagt hatte. In Exodus 8, 3 steht: Und die Zauberer taten dasselbe mit ihren Zauberkünsten und ließen Frösche über das Land Ägypten kommen. Wir lesen auch in Matthäus 24, 24, Zitat: Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. In Markus Kapitel 13, Vers 22 sagt uns die Bibel hierüber, Zitat: Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden Zeichen und Wunder tun, um wenn möglich auch die Auserwählten zu verführen. Offenbarung sagt in Kapitel 13, Verse 13 und folgende, 14 nämlich, Zitat: Und es tut große Zeichen, da sprechen wir von dem Tier, dem zweiten Tier, dass es sogar Feuer vom Himmel auf die Erde herabfallen lässt vor den Menschen. Und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, die vor dem Tier zu tun, ihm gegeben sind. Und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier, das die Wunde von dem Schwert hat und am Leben geblieben ist, ein Bild machen sollen. Also, das ist über das erste Tier, weil das hat die Wunde von dem Schwert. Ne? Die Wunde, die tödlich erscheint, aber nicht tödlich ist. Auch falsche Wunder. Und also Lügenwunder. Gott sagt uns dann sogar im 5. Buch Mose, war es, glaube ich, habe das hier abgeändert. Ja, da war es im Text verkehrt. Ich habe das dann ein bisschen suchen müssen. Hier stand, glaube ich, 1. oder 2. Buch Mose. Da stand dann nicht drin, musste ich die Stelle dann raussuchen. Und das war wieder eine längere Stelle. Im 5. Buch Mose, Kapitel 13, Vers 1, also lesen wir das ganze Kapitel. Und das dauert eben ein wenig, weil das sogar zweigeteilt ist. Es ist nämlich zu lang, um in einen Text reinzugehen. Dort lesen wir die Warnung vor falschen Propheten. Das ganze Wort, das ich euch gebiete, das sollt ihr bewahren, um es zu tun. Du sollst nichts zu ihm hinzufügen und nichts von ihm wegnehmen. Wenn in deiner Mitte ein Prophet oder Träumer aufstehen wird und dir ein Zeichen oder Wunder gibt und das Zeichen oder Wunder trifft ein, von dem er zu dir geredet hat und er spricht, nun lasst uns anderen Göttern nachfolgen, die du nicht gekannt hast und lasst uns ihnen dienen, so sollst du den Worten eines solchen Propheten oder eines solchen Träumers nicht gehorchen. Denn der Herr, euer Gott, prüft euch, um zu erfahren, ob ihr den Herrn, euren Gott, wirklich von ganzem Herzen und von ganzer Seele liebt. Dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr nachfolgen und ihn fürchten und seine Gebote halten und seiner Stimme gehorchen und ihm dienen und ihm anhängen. Ein solcher Prophet aber oder ein solcher Träumer soll getötet werden, weil er Abfall gelehrt hat von dem Herrn, eurem Gott, der euch aus dem Land Ägypten geführt hat und dich aus dem Haus der Knechtschaft erlöst hat. Er hat dich abbringen wollen von dem Weg, zu dem zu gehen, der Herr, dein Gott, dir geboten hat. So sollst du das Böse aus deiner Mitte ausrotten.
wenn nicht dein Bruder, der Sohn deiner Mutter oder dein Sohn oder deine Tochter oder deine Ehefrau oder dein Freund, der dir so liebt, wie deine Seele ist, heimlich anstiftet und sagt, lasst uns hingehen und anderen Göttern dienen, die du nicht gekannt hast, weder du noch deine Väter, von den Göttern der Völker, die um euch her sind, sie seien nahe bei dir oder fern von dir, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde, so sollst du nicht einwilligen und nicht auf ihn hören. Du sollst ihn nicht verschonen, du sollst kein Mitleid mit ihm haben, noch ihn verbergen, sondern du sollst ihn unbedingt umbringen. Deine Hand soll als erste an ihm sein, um ihn zu töten, und danach die Hand des ganzen Volkes. Man soll ihn zu Tode steinigen, denn er hat versucht, dich abzubringen von dem Herrn, deinem Gott, der dich aus dem Land Ägypten geführt hat, aus dem Haus der Knechtschaft. Und ganz Israel soll es hören und sich fürchten, damit niemand mehr solch eine böse Tat in deiner Mitte tut. Wenn du von einer deiner Städte, die der Herr, dein Gott, dir geben will, um darin zu wohnen, sagen hörst, es sind etliche Männer, Söhne Belials aus deiner Mitte hervorgegangen und haben die Bürger ihrer Stadt verführt und gesagt, lasst uns hingehen und anderen Göttern dienen, die ihr nicht gekannt habt, so sollst du es untersuchen und es nachforschen und dich genauestens erkundigen. Und siehe, wenn es die Wahrheit ist und die Sache feststeht, dass ein solcher Gräuel in deiner Mitte begangen wurde, so sollst du die Bewohner jener Stadt unbedingt mit der Schärfe des Schwertes schlagen. An der Stadt, samt allem, was darin ist, sollst du den Bann vollstrecken, auch an ihrem Vieh, mit der Schärfe deines Schwertes. Und alle Beute, die darin gemacht wird, sollst du mitten auf ihrem Marktplatz sammeln und die Stadt samt aller Beute dem Herrn, deinem Gott, gänzlich mit Feuer verbrennen. Und sie soll ewiglich ein Schutthaufen bleiben, und es soll niemals wieder gebaut werden. Und es soll nicht irgendetwas von dem, was unter dem Bann ist, in deiner Hand haften, damit der Herr von der Glut seines Zornes ablässt und dir Barmherzigkeit erweist und sich über dich erbarmt und dich mehrt, wie er es deinen Vätern geschworen hat. Wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst und alle seine Gebote hältst, die ich dir heute gebiete, so dass du tust, was recht ist in den Augen des Herrn, deines Gottes. Gott sagt uns also im 5. Buch Mose, wie wir gerade eben gelesen haben, dass wenn jemand eine Prophezeiung gibt, die wahr wird, oder ein Zeichen gibt, das wie ein Wunder scheint, er aber die Anbetung anderer Götter lehrt, so soll man ihn nicht beachten, sondern ihn als falschen Propheten behandeln. Für einen Christen soll der Grundstoff des Glaubens die Bibel sein. Und was sie lehrt, soll der Grundstoff des Glaubens sein. So lesen wir in Jesaja Kapitel 8, Vers 20 und ein paar darum. Und das ist nochmal ganz wichtig eben. Vers 19 und 20 in Kapitel 8 von Jesaja. Es steht in der deutschen Bibel geschrieben. Wenn sie euch aber sagen werden, befragt die Totenbeschwörer und Wahrsager, die flüstern und murmeln, so antwortet ihnen, soll nicht ein Volk seinen Gott befragen? Oder soll man die Toten für die Lebendigen befragen? Zum Gesetz und zum Zeugnis. Das ist also zum Gesetz das Alte Testament und zum Zeugnis, das ist das Neue Testament gemeint. Wenn sie nicht so sprechen, also wenn sie nicht nach der Bibel sprechen, gibt es für sie kein Morgenrot. Tja, das klingt jetzt ganz witzig und einige Leute werden es vielleicht verstehen, aber die meisten werden es nicht verstehen. Morgenrot ist eine falsche Übersetzung, weil im Englischen steht to the law and to the testimony, also zum Gesetz und zum Zeugnis. If they speak not according to this word, wenn sie nicht so sprechen, it is because there is no light in them. Wenn sie nicht so sprechen, ist es, weil kein Licht in ihnen ist. Entschuldigung bitte, aber das ist ein unglaublich wichtiger Punkt, den wir hier machen müssen, dass wieder einmal die König James eine bessere Übersetzung bietet als die deutsche Schlachter. Vielleicht gibt es ja Leute, die das mit dem Morgenrot verstehen. Ich verstehe es nicht. Wenn ich die König James lese, dann verstehe ich Licht und mit Licht assoziiere ich die Wahrheit, assoziiere ich Jesus Christus.
Und das tue ich nicht, wenn ich das Morgenrot habe. Aber das bin vielleicht nur ich. Ich weiß nicht, wie Max darüber denkt. Nee, ich sehe das genauso. Und das Jesaja 8,20 ist auch ein Bibelvers, den Henry Gretten Guinness in seinem Buch angeholt hat, das ich jetzt ja übersetzt hatte, das Buch, was man sich ja auch jetzt überall in jeder Bücherei irgendwie kaufen kann. Dank des Herrn, da habe ich überhaupt nichts für getan, dass das also von einem Verlag auch verlegt wurde. Das danke ich dem Herrn alleine für. Jedenfalls ist das auch eine Bibelstelle, wo ganz deutlich wird, dass wir doch öfter dann auch mal die King James hinzuziehen sollten, um zu prüfen, ob denn die Schlachter 2000 wirklich auch so, so aussagekräftig ist, also für mich ist der Punkt einfach bei Jesaja 28, wenn man es in der Schlachter liest, ist es einfach sehr, sehr unklar im Deutschen. Und es bringt dann doch eine erhellende Wirkung, wenn man dann die King James Version 1611 hinzuzieht. Ganz deutlich. Ne? Ich denke mal, ein deutlicher Vergleich kann man da gar nicht anholen als Jesaja 8,20. Ich finde es interessant, dass der Punkt jetzt hier wieder auftaucht, auch 8,20 selber, dass es eben daran liegt, dass kein Licht in den Menschen ist, wenn sie nicht nach dem Wort Gottes sprechen. Und eben nicht, dass es daran liegt, dass kein Morgenrot in ihnen ist, wenn sie nicht nach der Bibel sprechen. Ja, es ist schon wieder sehr interessant für mich selber, dass das halt der Henry Gretten Guinness auch gebraucht hat und jetzt hier dieser Artikel diese Bibelstelle auch gebraucht. Ja, Es ist halt eine sehr wichtige Bibelstelle, ne? Es ja, ist das ist kein wahr. Licht in ihnen. Wenn kein Licht in ihnen ist, ist die Wahrheit nicht in ihnen. Genau, Sie müssen richtig. eben nach der Bibel sprechen. Und wenn sie nicht nach der Bibel sprechen, dann ist kein Licht in ihnen, dann ist keine Wahrheit in ihnen. Und ja, so erkennt man Mir geht's natürlich. genauso, ja. Ja, es ist schön, dass du da mit mir übereinstimmst. Ja. Ich habe auch nichts anderes erwartet, aber man fragt ja immer gerne mal die Meinung. Dafür bist du ja hier. Aber im 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 16, lesen wir auch: Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Dafür dient die Schrift Gottes. Zur Belehrung, Überführung, Zurechtweisung. Ja, viele Leute lassen sich nicht gerne zurechtweisen, aber dafür ist die Bibel nun mal da. Und zwar nicht, dass ich zurechtweise aufgrund meiner Meinung. Nein, aber ich weise zurecht aufgrund dessen, was in der Bibel geschrieben steht. Und entweder akzeptiert man das und gibt damit zu erkennen, dass das Licht in einem ist, oder man akzeptiert es nicht und gibt damit zu erkennen, dass das Licht nicht in einem ist. Von daher passen diese beiden Verse wunderbar zusammen, Jesaja 8,20 und 2. Timotheus 3,16. Und während Katholiken auch damit argumentieren mögen, dass unsere liebe Frau von Fatima uns nicht dazu aufruft, fremde Götter zu verehren, sondern den wahren Gott anzubeten, so ist die Idee, Maria in solch einem Ausmaß zu verehren, dass ihr unbeflecktes Herz auf dieselbe Stufe der Hingebung mit dem heiligen Herzen Jesu gestellt wird, bedeutet unbestreitbar die Erhöhung einer frommen Frau zu einer Position, die ihr nie in der Bibel gegeben wird. Die Gleichstellung mit Gott, das ist eine Position, die niemandem in der Bibel gegeben wird, außer Jesus Christus, der nicht gleichgestellt ist mit Gott, sondern der Gott ist, also wirklich niemand wird gleichgestellt mit Gott. Gleichermaßen, sich in solch einem Ausmaß auf Maria zu konzentrieren, dass wir mehr Zeit damit verbringen, zu ihr anstatt zu Gott zu beten, ist ebenfalls Götzendienst, besonders im Licht der direkten Aufforderung der Schrift, zu Gott zu beten und das komplette Schweigen der Schrift, wenn es um die Erhöhung Marias geht. War das Sonnenwunder jetzt ein Lügenwunder? Nur auf der biblischen Lehre basierend scheint es tatsächlich so. Satan hat überhaupt kein Problem damit, genug Wahrheit in eine Lehre zu mischen, um sie richtig erscheinen zu lassen, aber mit gerade genug Fehlern, um Seelen in die Hölle zu verdammen. Wo wird je in der Botschaft von Fatima die gute Nachricht der Erlösung durch Glauben in Christus erwähnt? Die Botschaft, die durch das ganze Neue Testament hindurch wiederholt wird. Wo wird es je erwähnt, dass die Erlösung nur durch das beendete Werk Jesu am Kreuz und durch unsere Werke ohne ihn keinen Wert haben? Buße tun und Entschädigung für unsere Sünden zu leisten, sind antithetisch zu Jesus beendetem Werk am Kreuz und für unser Bedürfnis der Erlösung durch Gnade allein, durch Glaube an ihn allein.
Maria anzurufen und ihr unbeflecktes Herz und das Aufsagen des Rosenkranzes als endgültiges und letztes Mittel, um Seelen zu retten, widerspricht der biblischen Wahrheit, wie in Apostelgeschichte 4,12 und 1. Timotheus 2,5 geschrieben steht. Zum Gesetz und zum Zeugnis. Wenn sie nicht nach diesem Worte sprechen, so ist kein Licht in ihnen. Ja, und das bringt uns dann auf Seite 16 sogar schon zum Schluss. Da hätte ich mir eine Seite sparen können. Dann haben wir es ja doch noch in einer ziemlich, lass uns mal sagen, akzeptablen Zeit geschafft, Bruder, dass wir das Thema heute durchgesprochen haben. Was ich sehr schön finde, weil ich freue mich unglaublich darauf, das nächste Mal, wenn ich mich mit dir treffe, zumindest wenn wir uns alleine treffen, zur nächsten Lesung, endlich das erste Kapitel, eine für alle, alle für eine Königin des Himmels anzugehen, wo du dir ja so viel Mühe machst, das Buch jetzt rechtzeitig zu übersetzen, neben all den ganzen anderen Arbeiten, die du hast und dein neues Studium, das du aufgenommen hast und. Ja, ich fühle mich manchmal richtig schuldig, wenn ich dich frage, dies und das zu tun, aber das gehört zur Zusammenarbeit da ja auch bei. Und das Schöne ist, dass du dich bereit erklärt hast, bei diesen Lesungen bei zu sein, mich dabei unterstützen zu wollen und dass du das eben zusammen mit mir machen möchtest und dass wir zusammen uns durch den Heiligen Geist leiten lassen werden, um dieses Buch komplett durchzulesen. Ab dem 8. Teil dieser Videospielliste fangen wir an mit dem Buch und wir hoffen, oder ich hoffe, und Max hofft das auch, nehme ich an, dass wir genügend Fundament gelegt haben für einen jeden, um jetzt stark in der Bibel zu stehen, stark in der Wahrheit zu stehen und das Buch ohne viel extra Erklärungen wir jetzt verstehen können, wie die römisch-katholische Kirche einen Plan hat, mit den Marienerscheinungen alle Weltreligionen unter ihren Fittichen zu vereinen. Und damit möchte ich dir, Max, jetzt eben noch das abschließende Wort der Lesung heute erteilen. Bitteschön. Ja, Jörg, nee, wie du schon gesagt hast, ich freue mich auch darauf, dass wir dann jetzt mit dem Buch beginnen können. Und wir haben ja jetzt festgestellt, wo wir uns also mit dem Heiligen Lexikon der römisch-katholischen Kirche und jetzt abschließend in den letzten und dieser Lesung damit befasst haben, GodQuestions.org diesen Artikel zu lesen, haben wir feststellen können, dass es bei Maria vor allem um eins geht, dass es also etwas Unbiblisches ist, was ein Mittel zum Zweck der römisch-katholischen Kirche ist. Es geht hier eigentlich im Grunde genommen nur darum, dass man wiederum an der Bibel vorbeiführt und die Menschen eben jetzt im Sinne der Marienverehrung und des Anbetens der Maria von nichts anderes sprechen kann als der Totenverehrung selber. Ja, dass wenn wir uns also an Maria richten, dann richten wir uns an eine Tote, an einen toten Menschen, der uns nie und nimmer irgendwie das bieten kann, was uns gesagt wird, dass sie uns bieten kann. Und ich denke, wir haben anhand der Bibelstellen auch ganz, ganz deutlich gemacht, dass also seit dem Gesetz, also auch im 5. Buch Mose schon davor gewarnt wird, dass eben wenn man einen jemanden anbetet, der auch dann mit lügenden Wundern bestätigt, dass das wahr sein könnte, was der da so erzählt, wenn es eben an der Erlösungslehre von Jesus Christus vorbeiführt, dass das eben kurz gesagt des Teufels ist. Und nichts anderes haben wir hier aufgedeckt, dass es ein Geist ist, der also von Satan selber ausgeht und haben damit natürlich auch wieder die Nachricht des Neuen Testaments bestätigt, dass das Papsttum der Antichrist ist und demnach von einem Geist von Satan uns irgendwie vorspielt, dass es eine Berechtigung hätte, uns sagen zu wollen, wie es zu glauben gilt oder an was es anzubeten gilt. Und ich denke, wir haben den Punkt ganz deutlich gemacht und damit eine sehr, sehr gute Grundlage geschaffen, jetzt wo wir in das Buch einsteigen, wo es eigentlich erst losgeht um die Marienverehrung selbst, aber dass wir hier alle auf demselben Stand der Dinge stehen. Und ich fand es auch wichtig, dass wir so viele Bibelstellen angeholt hatten, denn daraus wird vor allem eins deutlich, dass das alles, was auch eben die Marienanbetung angeht, alles außerhalb der Bibel von Menschen hinzugedichtete Doktrin ist. Ja, dass es eben etwas ist, das wir an uns entweder an Tote wenden oder an längst verstorbene Heilige, die dann Fürbitte für uns einlegen sollen, wo uns die Bibel ganz eindeutig sagt, es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und den Menschen Jesus Christus. Ja, und in diesem Sinne freue ich mich auch auf die zukünftigen Lesungen, weil die nächste wird ja, wie du schon gesagt hast, dann auch die Lesung des ersten Abschnitts in dem übersetzten Buch von mir sein. Und ja, ich freue mich, dass es dann endlich losgeht und ich denke,
ja, ich finde es eigentlich gut, es hat heute länger gedauert, aber ich denke, das ist auch einfach ein wichtiger Punkt, weil wir haben halt auch viel Zeit darauf verwendet, die Bibelstellen zu lesen, jetzt auch wie Psalm 139. Und insofern, das bringt mir dann doch auch immer am meisten an solchen Lesungen. Und insofern kann ich eigentlich auch nur anraten. Ja, auch, das muss ich auch sagen, genau. Die Bibelstellen. Ja, nee, ich falle da eben mal zwischen, aber ist auch kein Problem. Nee, schon okay. Ich weiß auch zu Ende eigentlich. Die Bibelstellen, ja, und darum geht es ja nicht. Aber die Bibelstellen finde ich unglaublich wichtig. Wir können ja so viele Dinge lesen von irgendwelchen Internetartikeln, von Heiligen Lexika, von der römisch-katholischen Kirche, Enzyklopädie oder aus Büchern von irgendwelchen Schriftstellern Dinge zitieren oder was. Aber nichts, gar nichts hat dasselbe Gewicht wie das Wort Gottes. Nichts, gar nichts hat dasselbe Gewicht wie Zitate aus der Bibel. Und es ist eben manchmal so, dann sagt man, ja, lies diesen Vers in dem Kapitel, in dem Buch und dann wirst du das schon verstehen. Das mag so sein, aber ich persönlich bin mehr ein Fan davon, etwas mehr als diesen einen Vers zu lesen, weil man das oftmals aus dem Kontext herausholt. Also das macht der Papst ja auch. Der Papst kann ja auch die Bibel zitieren. Dann sagt er, oh, wunderbar, der Papst sagt das. Aber er sagt nie, in welchem Zusammenhang das steht. Und er nimmt einen Vers raus und interpretiert den dann auf seine Art und Weise. Meine lieben Brüder und Schwestern, der Teufel zitiert aus der Bibel, wenn es ihm gut auskommt. Ja? Auch der Teufel kann die Wahrheit gebrauchen, um sein Ziel zu erreichen. Wenn er die Wahrheit dann nämlich verdreht, um eben sein Ziel zu erreichen. Und wir wissen ja, der Teufel ist der Vater der Jesuiten. Und die Jesuiten haben das Motto, der Zweck heiligt die Mittel. Und von daher sind wir in der Richtung ausgesprochen. Ich finde es unglaublich wichtig und ich finde es schön, dass Maximilian mich in der Wichtigkeit unterstützt, dass wir Gebrauch machen, wenn wir können, bei solchen Dingen eben nicht nur die Bücher von anderen Menschen zu lesen, nicht nur irgendwelche Internetartikel oder sonstige Dinge zu lesen, sondern eben auch die Bibel zu lesen. Und wenn das Video dann dadurch mal 10 Minuten länger dauert oder 20 Minuten länger dauert, dann ist es eben so. Diejenigen, das will ich nur mal eben zum Abschluss damit ganz deutlich sagen, diejenigen, die sich dadurch angesprochen fühlen wollen, die werden auch angesprochen, selbst wenn das Video 2 Stunden dauert. Ich habe früher 2 Stunden, 3 Stunden, 3,5 Stunden lange Videos gemacht. Die wurden auch angeschaut. Derjenige, der sich dadurch angesprochen fühlt, weil der Geist ihn dahin leitet, um diese Dinge zu schauen, der tut das auch. Und für die anderen, ja, tut es mir leid. Aber ich habe nur einmal im Leben die Gelegenheit, diese Arbeit zu machen, im Auftrag des Heiligen Geistes, für meine Brüder und Schwestern. Und dann möchte ich sie vernünftig erledigen. Und das ist genauso mit Maximilian auch. Und da sind uns die Bibelzitate wichtiger als jedes Zitat aus irgendeinem Buch oder von irgendeinem Menschen. Das möchte ich nochmal eben zum Abschluss geben. Ja, da fällt mir ja auch auf, dass wenn wir zum Beispiel Bibelzitate bringen, dass ganz egal, was man vorher gelesen hat, an menschlicher Zusammenfassung, die sicherlich dann auch sehr sinnvoll und gut getroffen ist, wie jetzt in diesem Artikel auch, ne? Da fällt mir doch immer auf, wenn wir Bibelzitate bringen, ja, besser kann man es eigentlich überhaupt nicht bringen. Ja, und ja, was hat das jetzt für eine Botschaft an sich? Ja, natürlich, dass uns eigentlich vor allem eins am nützlichsten ist, nämlich die Bibel zu lesen. Also darauf wollte ich nur noch hinaus eigentlich und gebe dir gerne nochmal das Wort jetzt für die abschließenden Worte. Nö, das Wort musst du mir gar nicht mehr geben. Wir schließen einfach mit derselben Bitte ab, wie wir das immer machen, um die Leute bitte zu bitten, die Heilige Schrift, das einzige wahre Buch auf dieser Welt, in die eigenen Hände zu nehmen und im Wort Gottes selber nachzuschlagen und darin zu studieren, weil dadurch erkennt man Gott und dadurch, dass man Gott erkennt, fürchtet man ihn und kommt man auch zur Weisheit. Na? Da steht, glaube ich, so im Psalm geschrieben, the beginning of wisdom is the fear of the Lord. Na? Also der Beginn aller Weisheit ist die Furcht vor dem Herrn und dafür muss ich eben die Bibel lesen. Von daher, bis zum nächsten Mal. Lest eure Bibel. Maranatha. Maranatha. قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. Die Schäden zu verwahren, ich meine, dass er